Erinnerst du dich noch, was du zu mir gesagt hast, Jess? Ja. Dass du für mich kämpfen würdest, wenn es sein muss. Ja. Wenn wir weitergehen, dann wirst du es wahrscheinlich müssen. Okay. Aber ich bin dir nicht böse, wenn du mich nicht begleitest. Ich gebe dich frei. Ich entbinde dich von deinem Ehrenwort oder deinem Schwur oder Eid oder was immer du geleistet hast. Das ist nicht. Geh zurück in die Welt, in die du gehörst. Ich gehöre zu dir. Ich bleibe bei dir, solange es sein muss. Gut, dann komm. Da, dort sitzen sie. Ela? Ich bin es, Mark. Mein Gott. Sie sind zu Steinerstarrt. Was hat er mit euch gemacht? Er bestraft deine Freunde, um dich zu quälen. Was für ein Ungeheuer hat Martin denn nur erschaffen? Wie kann man so grausam sein? Bist du jetzt endlich zufrieden, du Narr? Zahn, du bist also noch am Leben. Es gehört ein bisschen mehr dazu, mich zu vernichten. Hast du geglaubt, das wäre so einfach? Was hast du mit Ela und den anderen gemacht, du Ungeheuer? Ich? Du verdrehst da etwas, mein Freund. Das ist dein Werk. So ergeht es allen, die sich dem Greif widersetzen. Widersetzen? Sie wussten nicht einmal, dass es ihn gibt, Zahn. Ihr einziges Verbrechen war, mir zu helfen. Und das war schlimm genug. Das reicht. Ich bin nicht gekommen, um mit dir zu streiten. Du hast etwas, was uns gehört. Gib mir das Lot. Warum holst du es dir nicht? Du bist gekommen, um deinen Freunden zu helfen? Gut. Gib mir das Lot und ich lasse sie frei. Es liegt ganz bei dir. Glaub ihm nicht. Schau an. Noch ein Verräter. Für dich werde ich mir eine ganz besondere Strafe ausdenken, mein kleiner Freund. Nun, das Lot gegen das Leben deiner Freunde. Entscheide dich. Jetzt. Glaub ihm nicht. Er wird dich töten, sobald er es hat. Warum sollte ich? Glaubst du wirklich, mir liegt etwas am Leben dieser Herumtreiber? Und du bist ohne das Lot keine Gefahr. Denn du wirst den Turm ohne seine Hilfe nie wieder betreten können. Und ihr werdet für alle Zeiten darüber herrschen, wie? Na und? Was kümmert dich das? Nichts, was bei uns geschieht, hat irgendeinen Einfluss auf eure Welt. Du hast es doch selbst gesagt. Es ist nichts als ein Traum. Und was ist das Leben der Menschen ohne Träume? Wenn du das Lot haben willst, dann hol es dir. Du willst kämpfen, du Narr? Erwache, Engel der Dunkelheit. Erwache, schwarzer Engel. Das Schlafende muss erwachen. Steh auf! Lass meine Freunde frei! Ich habe dir einen Freund mitgebracht, Mark. Er wird sich um dich kümmern. Mark! Ah, schau! Mark! Schau, der schwarze Engel da hier! Das ist nicht dein Kampf. Wie Sariel! Gib ihm das Lot. Du hast wohl vergessen, dass es auch eine Waffe ist. Und diese werde ich jetzt gegen euch verwenden. Schade nur, dass es gegen den Engel der Dunkelheit machtlos ist. Ich hätte es lieber gesehen, wenn du freiwillig mitgekommen wärst. Pack ihn! Oh, du armer Kleiner. Lass ihn sofort los, Abtrünniger! Keo, du! Lasst ihn gehen. Hier wird er nicht sterben. Das geht leider nicht, Bruder. Du weißt, was wir brauchen. Ihn und das Lot. Wie du willst. Dann komm. Ich habe lange genug auf diesen Tag gewartet. Mark, bring dich in Sicherheit. Lauf, Mark! Gib auf, Bruder. Los! Du kannst nicht gewinnen. Was interessieren dich diese jämmerlichen Kreaturen? Komm auf unsere Seite! Nein. Du hast alle Engel verraten. Es gibt kein Zurück. Weder für dich noch für mich. Lauf, Mark! Ich muss dich vernichten, damit die Dunkelheit bestehen kann. Das weißt du doch, oder? Ja. Aber ich werde das Licht führen. Das Licht, das ihr dieser Welt genommen habt. Oh?
Und es wird in ihm neu erstehen. Hier ist Ariael. Komm, wir müssen schnell fort von hier. Ich kann nicht. Verdammt, hilf mir jetzt. Du bist zu schwer. Ich schaffe es nicht. Ich kann dich nicht tragen. Kalt. Mir so kalt. Nimm einen Parker. Wir müssen hier weg. Ich sterbe, Mark. Yes, mach keine Dummheiten. Steh auf! Los, geh weiter! Mark, mein Junge. Ich... Kerub! Oh nein! Was ist mit dir? Es ist gut so, wie es gekommen ist. Ich hätte es schon viel früher tun sollen. Aber du stirbst. Alles kommt so, wie es kommen muss. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit, deshalb hör mir gut zu, Mark. Du musst in den Turm zurückkehren. Suche den Greif und vernichte ihn. Ich weiß, dass du es kannst, wenn du wirklich willst. Du darfst nicht sterben. Ich werde nicht weiterkämpfen ohne dich, hörst du? Lass mich nicht allein. Leb wohl, Mark. Du wusstest, dass er hier auf dich warten würde und wie der Kampf enden würde. Es war meine Schuld ganz allein, weil ich mich geweigert habe, Ela und die anderen im Stich zu lassen. Der Kampf ist auf die einzig mögliche Art entschieden worden. Mach dir keine Vorwürfe. Ich hätte nicht anders gehandelt an deiner Stelle. Geh. Geh, Mark, solange noch Zeit ist. Nein. Nein, er muss leben. Er wird leben. Gehörnter, bring ihn weg. Ich befehle es. Oh nein, Kero, bitte, du darfst nicht sterben.